Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister Richter, ich freue mich, Sie hier alle heute zur neuen Pressekonferenz Sternenverlag 2016 begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, die Presse wird den einen oder anderen, die ein oder andere hier kennen, aber es sind ja doch ein paar neue Gesichter dabei. Deswegen möchte ich es mir doch schon mal einmal vorstellen. Zu meiner Rechten, Herr Oberbürgermeister Richter, der ist in Dreifachfunktion hier. Einmal natürlich als Oberbürgermeister, als Chef der Verwaltung und somit großer Vertreter von vielen, vielen Taten. Aber er ist auch stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung und von daher freut es mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dabei zu sein. Dann als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leverkusen, gleichzeitig auch Vorsitzender der Bürgerstiftung und des Vorstands der Bürgerstiftung und Hausherr hier, Herr Rainer Schwarz. Zu meiner etwas weiter Rechten ist Herr Markus Merkens dabei, Dezernent für Bürger, Umwelt und Soziales. Und dank ihm und mit seiner Hilfe und tatkräftiger Unterstützung von vor Ort kriegen wir immer die Kitas genannt, wo wir die ganzen Sterne danach bekommen, basteln und sie alle schenken. Erstmalig als Vertreter der Paten dabei ist der Herr Mirzwar, der ist neuer Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren. Herzlichen Glückwunsch nochmal für die Wahl. Die Wirtschaftsjunioren schon viele, viele Jahre Paten, aber Herr Mirzwar hat vor kurzem das Amt übernommen und somit vertritt er erstmalig in dieser Runde. Dann ist Frau Christina Freund als Vertreterin von der Peschke GmbH dabei. Auch hier langjährige Paten ist die Firma Peschke, aber heute erstmal die Vertretung von Frau Freund. Herzlich willkommen, dass auch wieder Danke. Dann des Weiteren noch dabei, langjährig und jetzt auch als Privatperson, wo es dann gut vor ist. Eigentlich kann man ihn nicht übersehen, genau. Die Eheleute Smith haben sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, wieder mit ein paar Präsenten dabei zu sein. Von daher freut es mich, dass Sie auch sich die Zeit genommen haben, trotz Erkältung dabei zu sein. Du riechst ja ganz frisch erst, das zählt dann. So, zu seiner Linken ist der Herr der Logistik. Ohne die Firma Niesen und heute vertreten durch Herrn Klaus Niesen würde das ganze Projekt Sterntaler jedes Jahr gar nicht so funktionieren. Von daher schön, dass Sie auch dieses Jahr wieder mit Ihrer Mannschaft dabei sind und wieder für leuchtende Kinderaugen sorgen. So, und last but not least, gucke ich mal von mir aus gesehen zur linken Seite. Das finde ich immer ganz besonders und so wichtig, wie hier und Sie hier alle sind. Aber ich finde es ganz schön, dass wirklich auch zwei Kitas wieder als Paten mitmachen. Einmal vertritt Frau Julia Zach die Kita Christus König. Das ist eine ganz besondere Sache, da können Sie gleich vielleicht noch mal ein bisschen was zu berichten, wie das bei Ihnen abläuft. Und die ist ja das erste Mal mit Kindern dabei, und da freut mich ganz besonders, ist der UCB-Betriebskindergarten Mäuseturm. Die Frau Krings hat die Antonia, den Till und die Marlin mitgebracht. Von daher, schön, dass ihr da seid, und ich finde, das ist ganz, ganz toll von euch, dass ihr da seid. Ja. Es gibt auch noch ein paar weitere Paten, die möchte ich gar nicht verhehlen. Die sehen Sie auch hier hinter mir an der Wand, die Wirtschaftsförderung Leverkusen ist dieses Jahr erstmal nicht dabei, die ProNova BKK ist erstmal nicht mit dabei. Dann haben wir eine ganz großzügige Spende bekommen vom Bayer Fanclub Djangos. Sie sind teilweise krankheitsbedingt einfach nicht dabei, von daher es sind noch viel, viel mehr Leute, die hinter dem ganzen Projekt stehen. Ja, zum 9. Mal habe ich eben schon eingeleitet, findet dieses Jahr die Aktion Sterntaler statt. 638 Sterne wurden dieses Jahr gebastelt. Und es ist jedes Jahr, glaube ich, für uns alle immer wieder bewegend, wenn wir danach irgendwann die fertigen Sterne sehen und die Geschenke kaufen dürfen. Vielleicht nochmal zu den Rahmenbedingungen. Wir sagen gemeinsam mit der Stadt, welche Kitas denn diejenigen sind, die, wo ein ganz, ganz hoher bedürftiger Anteil von Kindern dabei ist. Diese Kitas werden dann gefragt und die meisten sagen auch gerne ja. Die, die mal vielleicht nicht ja sagen, sagen nicht ja, weil sie sagen, das ist mir zu viel Arbeit, sondern die sagen einfach, das kriegen wir gar nicht in der Kürze der Zeit den Kindern so beigebracht. Und es gibt noch ein paar andere Institutionen, die auch begünstigt werden, wo viele Kinder einfach sind, die nicht so die finanziellen Mittel haben, wo das Christkind vielleicht nicht ganz so reichhaltig da ist und beschenken kann. Und insgesamt sind wir, wie gesagt, dieses Jahr auf 638 Sterne gekommen. Für ungefähr 20 Euro, das ist so der Rahmenwert, was ein Geschenk kosten soll. Es soll jetzt nicht ein Spiel für die Playstation sein oder irgendwas anderes total Technisches, sondern es sollen wirklich Herzenswünsche erfüllt werden, die sich die Kinder sonst nicht, oder das Christkind sonst nicht erlauben kann. Und von daher, ich würde einfach mal gerne das Wort in die Runde geben, weil ich glaube, ich bin ja der total unwichtigste Mensch an der Stelle. Ja, wie ist es denn
bei Ihnen vor Freund dieses Jahr gewesen? Also bei uns ist es ja mittlerweile auch schon eine langjährige Tradition innerhalb des Unternehmens geworden. Aber also es ist jedes Jahr wieder so, dass man sich auf diesen Zeitpunkt freut, wo bei uns die Sterne intern vergeben werden und dann stehen die Kollegen schon Schlange und suchen sich auch wirklich ganz gezielt so ihren individuellen Stern aus und suchen sich ein Kind aus, wo sie sagen, das ist mein Kind oder manchmal sind es vielleicht auch zwei oder drei. Und ja, es schockiert uns natürlich trotzdem immer wieder, was da teilweise für bescheidene Wünsche draufstehen. Manchmal ist es etwas Knete oder ein Mädchen war dabei, das wünschte sich einen Kreisel. Das sind natürlich dann so Wünsche, wo man weiß, für die meisten Kinder ist das selbstverständlich oder die gibt es mal zwischendurch. Und es bewegt uns natürlich jedes Mal. Wir machen sehr viel Freude, wenn wir ein bisschen was zurückgeben können und ja, finden das eine ganz tolle Aktion. Nach wie vor. Herr Richter, Sie sagten gerade, Sie hatten auch selber einen Stern. Was stand denn bei Ihnen drauf? Ich muss gestehen, dadurch, dass ich in diesem Stress bin, das hat mein Vorzimmer gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall dabei, das ist eine ganz wichtige Aktion. Das findet ja schon sehr viele Jahre statt, 638 auch Sterne, die übernommen worden sind, auch in der großen Tradition. Mir geht es einfach darum, dass es ja hier in dieser Runde ganz viele Akteure sind, die sonst ganz andere Teile der Gesellschaft mal vertreten haben. Und dann zur Weihnachtszeit ist für mich immer noch eine spezielle Zeit, wo wir auch ja nochmal die Herzlichkeit einer Gesellschaft nochmal signalisieren und auch wieder zu erkennen, dass es ganz viele Kinder gibt, auch die eben nicht beseelt sind von einem Reichtum. Dass auch diese kleinen Geschenke sind ja auch nochmal Menschen, also uns alle nochmal zu sensibilisieren davon, dass wir eben nicht nur in dem Überschwang leben des Konsums, sondern ganz viele junge Kinder in der Situation sind, die teilweise auch in Flüchtlingseinrichtungen leben noch, wo die das Leben noch vorsteht, wo noch viel Ausprägung erfolgen muss, viel auch letztendlich soziale Wärme erfolgen muss. Und das ist das, was wir ja machen. Auch der Zusammenschluss von vielen Unternehmern, die sich hier einbringen, auch in die Belegschaft rein, dafür das ganze Jahr nochmal Sensibilität zu erzeugen. Nicht nur Weihnachten, sondern auch im Laufe des Jahres kann ich ohne Ehrenamt, ohne Zuwendung, auch Bürgerstiftung, ich bin ja selber aktiv in der Bürgerstiftung, vielen Dank, Frau Lagermann, sind gar nicht unwichtig, sondern sind natürlich der wichtigste Organisationspartner, Herr Schwarz, als Vorsitzender. Vielen Dank an die Sparkasse auch nochmal und an Herrn Merten von Seiten der Stadt, dann, wie wir das organisieren, auch nochmal auszuwählen, welche Einrichtungen wir nehmen, wo wir sagen, das ist dann wirklich auch zielgenau, dass wir auch da wirklich Freude und auch Anerkennung dann auch gewinnen. Vielen, vielen Dank an alle Akteure und ich hoffe natürlich im Laufe des Jahres, dass wir noch viele kleinsame Aktionen, und es steht ja immer wieder was an, dass wir das gemeinschaftlich dann auch organisieren und uns einbringen. Genau. Danke, Herr Richard. Es spricht mir aus der Seele, dass wir irgendwie alle noch am Ende des Jahres das Bedürfnis haben, vielleicht nochmal was Gutes zu tun. Ich fand das so schön. Ich habe ja jetzt einen neuen Chef dieses Jahr bekommen mit Herrn Schwarz und der sagte vor zwei Wochen, sind denn eigentlich alle Sterne weg? Wenn noch welche da sind, dann würde ich noch welche nehmen und wir hatten dann nicht so gute Nachrichten für Sie. Nee, jetzt nicht gute Nachrichten für mich. Also. Ich bin ja froh, dass die Sterne nicht wegkommen. Also, muss man ja von zwei Seiten sehen. Wenn je höher die Anzahl der Sterne ist, desto mehr ist natürlich auch ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht nicht allen so gut geht, wie wir uns das alle wünschen würden. Insofern, glaube ich, ist die gute Nachricht, die Anzahl ist so ein Stück weit stabil geblieben. Also, wir haben jetzt keinen starken Anstieg zu verzeichnen. Ich hätte gern mehr gemacht. Ich habe am Anfang, glaube ich, relativ schnell drei Stück, ich glaube, Herrn Herbel habe ich das, glaube ich, geschrieben, drei Stück, ich gebe mir die erstmal, wenn danach noch was kommt, nehme ich noch was. Also ist jetzt nicht schön, dass was da ist, aber ich habe im Gegensatz zu Herrn Richter, glaube ich, denke jetzt, ich hätte sonst nichts zu tun. Ich lasse mal da mal diskutieren. Ja. Ich sage es trotzdem, also das ist, ich gebe zu, ich bin ja so im Internet. Aber ich habe das dann tatsächlich dann auch gemacht, weil ich das einfach auch natürlich wollte wissen, was ist dann Eisprinzessin oder Eiskönigin, oder? Das weiß man also nicht. Und wenn dann so ist, was habe ich auch noch dabei gehabt, auch ein Feuerwehrauto, da muss ich natürlich gucken, dass man für das Geld, was man da so ausgeben soll, auch eins findet, was auch wirklich schon Krach macht. Das muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Also mir macht das dann auch wirklich Spaß, ich sag mal, die Geschenke dann so einzukaufen. Bitte? Das packt ja der Weihnachtsmann ein. Nee, das hat dann meine Lebensgefährtin angepackt. Da bin ich echt ein bisschen umgekehrt. Ich finde es einfach eine tolle Aktion und ich will nochmal das aufgreifen, was der Richard gerade sagte, auch durch Frau Lagemann. Ich habe den Bereich, ich habe früher mal den Job von Frau Lagemann gehabt. Das ist, als wir auch zu Beginn dieser Aktion standen und damals hat sich mein Team direkt organisiert und ich weiß auch, was neben den anderen Helfern, Firma Niesen, natürlich auch den Spendern und
was es wirklich auch bedeutet, das auch zu organisieren. Das ist schon ein Aufwand und den machen wir gerne. Ich danke auch den Herrn Bast und Habel, die jetzt auch mit hier heute im Raum sind. Das ist wirklich mit viel persönlichem Engagement auch gemacht. Und Sie können auch sicher sein, dass die Sparkasse Leverkusen auch genau für solche Dinge jetzt nicht steht. Geht nicht immer nur darum, Geld zu geben für irgendwas. Ja, das kann man auch machen, das tun wir auch. Aber manchmal, glaube ich, ist eine helfende Hand dann noch viel mehr wert, als einfach nur Geld zur Verfügung zu stellen. Wir finden es insgesamt eine tolle Sache und ich glaube, dass wir werden so im nächsten Jahr in dieser oder ähnlicher Zusammensetzung hier sehen. Und ich würde mal sagen, für die nächsten, zumindest für meine Amtszeiten, Herr Richard, sofern Sie mir ja, und danke, werden wir das auf jeden Fall so weitermachen. Jasmin, Sie sind ja schon so viele Jahre dabei und auch schon häufiger hier in der Runde dabei gewesen. Können Sie feststellen, dass es Veränderungen bei den Wünschen gibt der Kinder? Ja klar, also es gibt ja immer andere Trends. Ja. Also diesmal waren bei uns kaum Barbie, überhaupt gar keine Barbie-Puppe dabei. Wir haben uns gewundert. Wir hatten mal so eine Phase, waren 5, 6 Barbie-Puppen dabei. Und ich dachte, mein Gott, hoffentlich kriegen wir so viele. Und jetzt sind wir noch mehr Autos dabei. Ist eigentlich egal, was es ist. Hauptsache die Kinder freuen sich darüber, man findet die richtigen Sachen. Ja. Das ist nämlich zum Teil auch gar nicht so einfach. Und wenn man so einen Berg von Einkaufswagen dann hat, dann gucken einem die Verkäufer schon komisch an. Was wollen die denn? Ich sage, die sind nicht für mich, die sind für. Und das finde ich ja ganz toll, wenn die dann irgendwie mitbekommen, dass das eben hier für diese Aktion ist und dann. Ach, dann wird einem noch geholfen und dies und kriegt man noch Einkaufswagen. Vielen Spielzeugabteilungen gibt es ja überhaupt keinen Einkaufswagen mehr. Das ist ja alles, also dann holen die dann einen aus dem Lagerhaus noch ein, damit man überhaupt die Sachen so, dass man mal halt überhaupt was sammeln kann. Jedenfalls ist es schön. Wir machen es gerne weiter. Und es rüttelt einen auch immer wieder wach, ja, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man auch Freude in den kleinen Dingen hat. Das ist so, dass man nicht mal überhaupt. Kommt es nicht drauf an, aber das ist ja eben nichts. Und Kinderarmut ist ja auch ein großes Thema. Nicht nur sonst wo in den Teilen der Welt, sondern bei uns direkt vor der Haustür ja auch. Und deswegen ist das schön, dass wir auch direkt hier in Leverkusen auch was machen. Aber immer schon noch. Wenn ich so die letzten Jahre anfasse, ich glaube wirklich, dass die Wünsche eigentlich immer vergleichbare Rahmen sind. Das ist nicht so, dass man denkt, die Bedürftigkeit wird weniger oder man hat irgendwie ausgefallenere Wünsche, irgendwie hochwertigere, sondern es sind auch nach wie vor wirklich die einfachen Dinge dabei. Und ich meine, was außergewöhnlich ist, war dieses Jahr der Picknickkorb. Das fanden wir ein bisschen, das hat man so noch nicht gehört. Aber so Dinge auch wie halt Fingerfarbe oder Socken. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir mit Hilfe der Stadt, mit Ihnen, Herr Mertens, wirklich auch die richtigen Kitas finden, wo auch wirklich die Not da ist, den Kindern eine Freude zu machen. Herr Mertens, wie läuft das bei Ihnen? Ich glaube, das interessiert auch mal nochmal alle, wie das mit Auswahl funktioniert. Also die Auswahl, es ist richtig, die Federführung für das Projekt in der Stadtverwaltung liegt in meinem Dezernat. Die Auswahl der Kitas, das braucht natürlich eine enge Abstimmung mit dem Jugendamt, die schon wissen, in welchen Bereichen da die besonders große Bedürftigkeit ist. Und ich glaube, anhand der Wünsche kann man auch sehen, dass wir da sehen, was gesagt, dass wir durchaus richtig liegen. Vom Ablauf hier bei uns in der Verwaltung ist es so, und da kann ich anknüpfen an das, was der Schwarze gesagt hat, wenn wir die Sterne von Ihnen erhalten, gibt es eine Rundmail vom Oberbürgermeister an die Mitarbeiter, wir haben 180 Sterne als Stadtverwaltung. Und wir weisen immer schon darauf hin, dass wir dann so Anfang Dezember in der Personalversammlung nochmal Sterne zur Verfügung stellen. Dieses Jahr waren zum Termin der Personalversammlung alle Sterne schon weg. Und das ist eine logistische Herausforderung, das ist dann auch gut, wenn man weiß, dass Klaus Niesen mit seinem LKW dann vorgerollt kommt und dann läuft das alles reibungslos ab. Das ist auch ein tolles Bild, meine Mitarbeiter haben das noch fotografiert, alle Geschenke bei uns im Büro. Das ist schon eine große logistische Herausforderung, aber ich finde es auch eine ganz schöne Aktion, eine ganz sinnvolle Aktion und so wie der Herr Richter das auch gesagt hat, ist auch ein Teil des bürgerschaftlichen Engagements, was sich an dieser Stelle dann auch wieder zeigt hier bei uns in der Stadt. Das ist einfach eine ganz große Form der Hilfsbereitschaft und man muss da gar nicht lange überzeugen oder überreden, sondern bevor die Sterne da sind oder zu uns kommen von Ihnen, gibt es ja schon die Anfragen, wann kommen sie denn? Und das ist einfach schön zu sehen. Und jetzt mit vielen Partnern, die das gemeinschaftlich machen, glaube ich, ist das eine rundum gelungene Aktion. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Aktion dann auch in Zukunft fortgesetzt wird. Sie wurden gerade schon erwähnt, wenn Sie mit dem LKW
klein geschrieben vorfahren. Ja, haben Sie oder für Ihr Bruder? Genau, für die hohen Geschenke oder die etwas höher eingebracht werden müssen, je nach der Kramwagen. Ne? Ach so. Auch Sie sind schon seit Anfang an dabei und helfen uns bei der Logistik. Erzählen Sie mal, wir haben ja immer engen Kontakt mit Herrn Falker und dann läuft das alles. Und wie ist es denn für Sie? Ja gut, für uns ist es natürlich toll, dass wir die Sache noch weiter unterstützen dürfen. Und ist natürlich auch für uns Personalbereich auch immer wieder das Thema, dass die natürlich da schon auf diese Tour auch so ein bisschen hinfiebern, weil die Erwartungshaltung vor Ort ist ja immer ganz groß und es ist ja zwar ein gelbes Auto, was dann kommt, aber es ist ja schon fast wie der Pferdeschlitz, wenn der Nikolaus in Rote dann dort auftritt und dann ja zumindest in den roten Rollcontainer dann die Schenke dann in die Bereiche dann reinfährt. Und wir haben jetzt am Freitag haben wir auch Weihnachtsfeier bei uns im Haus und dann ist das natürlich auch immer wieder nochmal ein Thema und es geht natürlich positiv in die Mannschaft rein und finde das Ganze sowieso eine riesen tolle Geschichte, dass das auch mal längerfristig läuft. Oftmals sind ja Dinge, die werden ins Leben gerufen, die sind nach 2-3 Jahren, schlafen irgendwo ein. Das ist hier nicht der Fall und die Beteiligten sind alle noch mit Begeisterung dabei. Wir haben den ersten Tag und das finde ich an sich ganz, ganz toll. Was ich natürlich noch viel toller finde, dass ihr drei Nachwuchskräfte mit hier am Tisch sitzt. Also das finde ich ganz, ganz toll. Ja, und ihr könnt ja auch schon mal euren Kolleginnen und Kolleginnen dann wahrscheinlich schon mal auf die bevorstehende Aktion dann schon mal darauf hinweisen und vorbereiten. Ne? Ja, das Schöne ist ja wirklich, wie Sie schon sagen, die LKWs fahren ja im Prinzip zweimal. Einmal fahren die vor unserer Pressekonferenz und holen überall die ganzen Pakete ab. Dann geht es in Küppersteg los und auch die Einrichtung von Frau Zach war ja dabei, wo ganz viele Geschenke dann abgeholt wurden. Auch beim Mäuseturm wurden schon die Geschenke abgeholt. Leider ist heute keine Kita, wie gesagt, dabei, die begünstigt ist. Sie haben krankheitsbedingt absagen müssen. Da wäre sonst keine Erzieherin mehr gewesen. War ein bisschen schwierig. Ne? Wenn also das wollen wir auch nicht. Aber es ist ja schon so. Ne? Also es wird alles abgeholt, hier hingebracht, drüben aufgebaut und danach wird es ja wirklich wieder von Ihnen an die Kitas verteilt. Frau Zach, wie ist das denn? Bei Ihnen ist es ja so eine gemischte Geschichte. Ja, genau. Bei uns hat es angefangen, die Aktion vor einigen Jahren, dass wir gesagt haben, wir möchten von Kindern für Kinder. Also wir sind eine katholische Einrichtung und wir wollen unseren Kindern auch mitgeben, dass man Weihnachten nicht nur selber Geschenke bekommt, sondern auch gucken kann, dass man was verschenkt. So, und dann haben wir das eingangs mit der Tafel in Küppersteg gemacht für die Kinder der Teilnehmer. Und dann ist die Tafel aber geschlossen worden und dann habe ich durch eine Mutter von dieser Aktion erfahren. Und das machen wir jetzt zum zweiten Mal. Und bei uns läuft es so, wir haben dieses Jahr auch sehr früh einen Tannenbaum gespendet bekommen und dann stand er eben im Flur und dann haben wir die Sterne von Ihnen und die, wo ich über Beziehung zu den Eltern, über Bildung und Teilhabe und solche Dinge weiß, dass es da nicht ganz so gut ist. Die haben wir mit den Kindern in den Gruppen gemacht und dann haben wir die mit dazu gewählt, sodass das, die hatten auch keine Namen, sondern nur Nummer, sodass es also auch sehr anonym geht. Also es kriegt keiner mit, wer da von unseren eigenen betroffen ist. Und es war dieses Jahr sehr schön, wir hatten insgesamt 48 Sterne. Die waren in knapp 3 bis 4 Tagen weg, alle weg. Das fand ich schon mal als Leitung faszinierend, was doch so eine große Spendenbereitschaft da ist. Und die Eltern haben teilweise mit den Kindern die Päckchen gepackt und das war toll. Was ich immer noch ganz schön finde, dass Kinder in der Lage sind, wir hatten wirklich fast 3 Wochen diese Paketekörbe da stehen in unserer Krippe und die Kinder sind an diesen Geschenken vorbeigelaufen, haben sie natürlich gezeigt und singen dann an der Krippe, aber es ist keiner reingegangen und hat da irgendwie am Papier gerissen oder irgendwas. Nein, es ist eine sehr schöne Aktion und ich bin unseren Eltern da auch sehr dankbar, weil ohne die wird es ja nicht gehen. Und ich bin auch dankbar, dass ich so ein Forum gefunden habe, wo wir diese Aktion wieder machen. Ja, sehr gerne. Ja, ich finde es schön, dass Sie es einfach hinkriegen, die, ich glaube, 15 Kinder ungefähr, waren aus der eigenen Einrichtung auch mit zu unterstützen. Das Thema Anonymität ist uns ganz, ganz wichtig. Wir intern wissen natürlich, welche Einrichtungen dabei sind. Die Stadt weiß es auch, weil wir die Namen benannt bekommen. Aber ansonsten ist uns das ganz wichtig, dass es wirklich anonym läuft.
Und von daher passt das natürlich dann super, dass man das kombinieren kann. Ich finde es eine ganz, ganz schöne Geste und auch toll, dass dann wirklich schon alle Sterne weg sind. Wie war es denn bei Ihnen, Frau Krings? Ja, wir sind ja schon ziemlich lange dabei. Ich habe überlegt, sind es jetzt von Anfang an, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder ein Jahr später, genau. Das ging auch so. Manche Männer arbeiten hier bei der Sparkasse und wir Frauen sind Erzieherinnen und dann hat sich das so ergeben, wollen wir dich auch da mitmachen und ja, dadurch, dass wir im Betriebskindergarten sind, haben wir halt oft viele Probleme, dass wir benachteiligte Kinder dabei haben. Und deswegen fanden wir die Idee eben einfach schön, dass wir das einfach aufgreifen und ja, und bei uns ist es auch, wir haben 20 Sterne und wir sind innerhalb von 2 Tagen sind die weg. Genau, die Kinder sind immer fleißig dabei. Ich weiß gar nicht, wollt ihr mal mit aussuchen, Herr? Du wusstest auf jeden Fall, was im Paket drin ist. Ne? Durftest du mit einkaufen gehen? Ja. Ich weiß was. Wir haben das im Internet bestellt. Genau. Auf den Stationen auf Weihnachtsmarkt. Dann hat er es eingepackt, ne? Super. Aber ich war nicht beim Einkauf. Ja, du warst nicht beim Einkauf. Aber du weißt, was drin ist. Wir sind immer Feuer und Flamme dabei und die Eltern auch. Und ich finde es auch einfach eine tolle Aktion. Sehr schön. Jetzt haben Sie schon ganz, ganz viele langjährige Paten gehört. Ja. Die Wirtschaftsunion, Sie kennen die Aktion auch schon länger. Genau. Wie ist es denn für Sie so das erste Mal jetzt auch hier die Geschichten zu hören? Gut, die Geschichten, wir tauschen uns ja auch immer bei uns dann auch aus und klar, wir sind ja auch schon jetzt ein paar Jahren dabei. Ich selber bin auch immer als aktiver Sternabnehmer mit dabei gewesen. Und wir machen das immer im Rahmen der Mitgliederversammlung. Und es war diesmal wirklich so, dass wir diese Sterne das erste Mal vorher verteilen mussten, weil die Mitglieder schon sagten, gib mir einfach die Sterne rum. Das ist so Tagespunkt Nummer 1. Waren sofort alle weg. Wir werden wahrscheinlich auch fürs nächste Jahr dann das Kontingent erhöhen müssen, weil klar, viele sind Wirtschaftsjunioren, das heißt alle viele auch junge Eltern mittlerweile. In der Ratenphasen und auch teilweise, was dann da draufsteht, was die Kinder sich wünschen, ist natürlich dann, das geht einem echt ans Herz. Ich finde es gut, dass es sowas gibt, finde aber auch schade, dass es mittlerweile so weit ist, dass viele Kinder solche Wünsche überhaupt haben. Ja, also von daher finde ich das ein Projekt, finde ich super. Wir sind auch, wir versuchen auch unsere Geschenke hier lokal zu kaufen, das heißt, wir geben den Auftrag also, an städtischen Warenhändler, der hier in Leverkusen sitzt und sagen, pass auf, kannst du es bitte für uns unternehmen? Werden nicht unter dieser Aktion auch weiterhin unterstützen und ja, freuen uns, wenn wir da auch nächstes Jahr wieder reichlich Sterne bekommen werden. Ja, ich glaube, man merkt wirklich, mit wie viel Herzblut wir alle dabei sind. Und das ist, ich sag mal, das ist die Abwechslung des betriebswirtschaftlichen Alltags. Es erzeugt Gänsehaut bei den ganz ich glaube, Sie hatten es mal mit der Tafel Schokolade, ne? Tafel weiße Schokolade, wenn ich das immer so vorstelle. Ich weiß noch, dass diskutiert wird, war da früher meine Mitarbeiterbesprechung noch in dem Bereich, da so geflossen, ich war die Kollegen irgendwie mal so vorgelegt, nicht die Tränen. Wenn man sich vorstellt, wie groß denn so eine Not sein muss, wenn man sich, wenn der einzige Wunsch, den man hat, eine Tafel weiße Schokolade ist. Mag man sich so wirklich nicht vorstellen und will man sich vielleicht auch nicht so vorstellen, aber ich glaube, ganz so schlimm, so wie ich es mal nennen, war es nicht, aber wenn sich jemand Socken oder einen Schlafanzug wünscht, ich finde das natürlich auch schon eine Aussage, die tut schon ein bisschen weh. Ja, absolut. Ja, auch so Sachen, gebastelt Sachen. Wenn ich mir überlege, meine Tochter ist auch noch in einem Alter mit ähnlichen Wünschen, gebastelt Sachen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die habe ich gekauft, wenn sie was brauchte oder wenn, ne? Also das ist so völlig normal. Und dann habe ich auch überlegt, was mache ich denn? Und habe dann wirklich noch so ein 500er Paket Papier dazu, weil was hilft mir, wenn ich Bastelsachen habe, wenn ich kein Papier zum Malen habe? Und das sind so Dinge, wo ich denke, Mann, also das ist schon echt, ja, ich sag mal, das ist für mich Gänsehaut. Ne? Und da gucke ich dann gerne und ich versuche mal vor Ort, aber das eine oder andere sind dann wirklich ausgefallene Dinge, die muss man dann tatsächlich mal woanders noch einkaufen. Das ist ja immer wieder irgendwo herzergreifend, wenn man die ganzen Sachen sieht. Ist natürlich schon spannend, wenn man wirklich im August, September an die Kitas herangeht. Also im September werden die angefangen zu basteln. Das ist, glaube ich, auch wirklich für die Kitas teilweise eine Herausforderung, die vielleicht nicht unbedingt einen christlichen Hintergrund haben. Das ist tatsächlich diese Nachhaltigkeit hinzukriegen. Das ist für die Erzieherin natürlich auch ganz, ganz wichtig. Dass sie sagen, wir wollen nicht einfach so ein Geschenk haben. Und das finde ich total toll, dass die nicht sagen, Mensch,
soll jetzt nur um Geschenk gehen und ja, wir sind vielleicht bedürftig, sondern die wollen auch wirklich den Spirit dahinter, die wollen die Geschichte Sterntaler auch vermitteln. Und ich glaube, wenn das auch so in den Kitas, da ist es so angekommen, dann glaube ich, haben wir ganz, ganz viel gewonnen, dass wir wissen, es sind auch wirklich die Richtigen, die mitmachen und das passt dann. Und die überlegen sich das schon sehr, sehr genau, was sie denn machen. Ich gucke mal so in die Runde. Insbesondere, ich wusste es doch. Ja, Sie haben gesagt, Sie machen das jetzt zum 9. Jahr. Ich habe es richtig verstanden, im Juli, August fragen Sie den Herrn Mertens, welche Kindergärten denn bedürftig wären. Dann nennt der Herr Mertens Ihnen die Kindergärten. Sie schreiben die Kindergärten an und sagen, ihr könnt uns Wünsche nennen bis irgendwann September, Oktober? Oder? Genau. Also es ist klar, wir sind taktisch mit einem Zeitplan. Die Stadt hat in der Regel schon mit den Kitas gesprochen. Bei manchen ist aber so, dass wir dann nochmal, da stimmen wir uns ab, wer dann auch schon mal eher Kontakt hat. Wir haben ja auch über die andere Schiene schon mal Kontakt. Und es ist wirklich so, ich glaube, bis 20. Oktober ungefähr, müssen wir mal gucken, müssen die Geschenke, die Wünsche auf den Sternen gebastelt sein, werden verteilt, sodass die Paten ungefähr 4-5 Wochen Zeit haben, das Ganze zu verteilen, zu besorgen und dass es dann wieder abholen. Verteilt heißt, nur Sie wissen, was draufsteht, oder kann der Pate sagen, oh, ich möchte was mit Lego haben und der nächste mit Fischertechnik, der weiß, oder weiß der Pate das noch nicht? Also es ist so, dass die Unternehmen eine Gesamtliste, ein Gesamtkontingent zur Verfügung gestellt bekommen und man schenkt es an den Baum, dann nimmt man sich frei weg. Bei uns ist es so, es meldet sich, Herr Schwarz schickt die Mail an alle Mitarbeiter, dann kommen die Rückmeldungen oder beziehungsweise da kommt man im Bereich an und dann wird einfach der Hauspostumschlag genommen. Der nächste, der da liegt, da weiß der Pate selber noch nicht, was drin steckt. Ich muss zugeben, ich habe gesagt, ich hätte gern was für Mädchen, weil ich mich da leichter tue. Aber ansonsten, das ist aber das Einzige. Sonst ist es wirklich komplett frei und ich glaube, so ist es auch bei Ihnen. Es wird auch so querverteilt. Also bei uns ist es so, es gibt Mitarbeiter, die kommen dann gerne vorbei und sagen, also ich bin ja auf Jungs dann fixiert, aufgrund meiner persönlichen Situation. Ich bin ja offen. Genau, wenn ich das bekomme, dann die Sterne einfach so, wie sie verfügbar sind, kann ich das auch sagen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ganz klar, ich will mir das aussuchen und mit Elsa kann ich nichts anfangen. Die war ja dieses Jahr sehr weit vorne im Rennen und die wählen sich das aus, aber ansonsten auch ganz normales Verfahren. Also die kriegen dann Sterne zugeschickt. Manche sagen auch, ich will einen Jungen und ein Mädchen. Und an wen sind die Sterne gegangen? Ich habe jetzt gelernt, 180 sind bei der Stadtverwaltung. Dann haben wir da große Unternehmen oder auch kleine Unternehmen, die das gerade. Und waren auch Privatleute dabei, die es bei Ihnen melden konnten? Es gibt auch ein paar, die anonym bleiben möchten, ein paar Privatschutzpersonen, die auch seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Sondern wir haben jemanden, der nimmt 3 Sterne ab, der nimmt 10 Sterne ab. Das wird aber wirklich dann zentral organisiert. Das ist dann wirklich auch seit Jahren eine feste Verbindung. 20, 25 Sterne, 40 Sterne, dann die Dänse hat glaube ich 70 Sterne. Wir hatten selber als Sparkasse 110, 120 Sterne ungefähr. Und die Stadt ist schon der größte Pate. Also es ist querbeet, so ein bisschen verteilt. Und insgesamt kommen wir dann auf 638. Und dann fährt irgendwann kurz vor Weihnachten der Herr Niesen oder einer Mitarbeiter mit dem Laster rum, sammelt die Geschenke, die dann... Und lagert sie hier und fährt dann am nächsten Tag wieder zu den... Genau, also es ist tatsächlich so, wir sind diese Woche hier angeliefert worden, am Freitag, ich muss gerade gucken, Freitag angeliefert worden, dann werden die alle einmal durchkontrolliert, ob auch wirklich jedes Geschenk da ist, denn es gäbe ja nichts Schlimmeres, als in der Kita zu sein und ein Geschenk fehlt. Das ist aber auch noch nie so passiert, also wir hatten bisher immer Glück. Einmal ist irgendwo tatsächlich ein Geschenk auf dem Postweg hier rüber, das haben wir dann noch nachträglich aber die sind immer alle richtig angekommen, deswegen ist es wichtig bei dem Foto eben, dass jeder das Geschenk im Blick hat. Das ist ein Warnfühlig da. So, und dann werden die alle wirklich durchsortiert, alle Sterne, heute schön drapiert und morgen früh kommt die Firma Niesen, denn zugegebenermaßen, die Räume werden auch für andere Dinge noch benötigt. Und freitags ist hier Verwaltungsratssitzung, da ist alles wieder aufgeräumt. Und dann haben die Kitas das vielleicht nochmal auch zum Prozedere in den Kitas. Die Sachen werden angeliefert und in der Regel gibt es eine schöne kleine Weihnachtsfeier für alle Kinder. Das ist auch ganz wichtig. Wir wollen natürlich auch kein Kind ausgrenzen. Natürlich wird es in der Kita auch ein Kind geben, was da vielleicht nicht 100% reinpasst. Aber die Quote insgesamt ist so, so hoch, dass wir sagen, es sollen doch bitte alle Kinder was kriegen, auch wenn dann vielleicht ein Kind was bekommt, wo die Eltern das so als Christkindstätte auch selber finanzieren. Und dann machen die eine schöne Weihnachtsfeier, das organisieren die Kindergärten aber wirklich jeder für sich. Möchte noch jemand von uns hier was sagen? Ich weiß noch ein paar Fragen. Möchte ich noch den
Und mit dem Stofftier, das ist super. Das ist so gut, dass es auf den Verwaltungsrat so Stofftier ist. Ich komme gerne drauf zurück, Herr Lichter. Ja. Gibt es noch Fragen? So, Seite. Sie sehen, wir haben auf jeden Fall ganz viel Spaß. Darf ich gerade noch was fragen? Wenn, ich sag mal, jetzt habe ich gesehen, 638 Kinder haben sie auch unterstützt. Wenn der Bedarf höher ist, werden dann noch Sterne nachgebastelt? Oder ist, dass man das aufstocken könnte? Auf ja, nein, ich sage bewusst ja. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir im September, Oktober mit der Stadt die Kitas besprochen haben und die Sachen verteilt haben, dann ist irgendwann Schluss. Was wir tatsächlich haben, dieses Jahr, wir sprechen natürlich auch mit den Paten, wie viel könnt ihr euch denn vorstellen? So, und dann hat man da vielleicht, wenn man sagt, Mensch, wir kommen auf 600 Sterne, es gibt aber noch eine Kita, die passen will. Dann versuchen wir immer nochmal vielleicht noch einen Paten zu kriegen oder dass es irgendwie passt. Und so war es tatsächlich dieses Jahr, dass wir über einen neuen Paten noch eine Kita mehr abdecken konnten, wo auch wirklich, wo wir sagen, das wäre super, wenn das klappt, oder auch das Thema Flüchtlingsunterkunft zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch viele Unternehmen, wenn ich kurz ergänzen habe, wir haben viele Unternehmen, die sich anmelden und sagen, die wollen gerne was machen. Das läuft dann nicht formal so über diesen Rahmen, aber die einfach sagen, wir würden einfach gerne helfen. Im vergangenen Jahr, die gesagt haben, wir wollen gerne in eine Einrichtung, also es sind wirklich Unternehmen, die sagen, wir wollen was tun, und das läuft dann parallel dazu. Also, ja. Aber wir können jetzt schwierig Mitte November, Ende November dann nochmal sagen, wir nehmen jetzt ja, eine Kita dazu, das geht logistisch einfach nicht. Also das dauert ja auch, die Kinder müssen auf die Sterne basteln. Also das, für uns ist das ja vielleicht noch schnell gemacht, das Ausschneiden und das Basteln. Aber es gibt halt wirklich ganz, ganz viele ganz schön gemalte Sterne, toll gebastelte Sterne. Und das dauert einfach. Ne? Wenn man dann eine Einrichtung hat mit 80 oder 100 Kindern, die müssen ja auch irgendwo organisiert sein. Und deswegen ist das mit einem klaren Jein zu beantworten. Ich möchte an der Stelle nochmal wirklich die Antonia, die Marlene und den Till herausheben. Ich finde das grandios, wie toll ihr hier mitgemacht habt und wie lieb und leise ihr wart. Ich werde es meiner Tochter erzählen. Wie kommt ihr denn jetzt wieder nach Hause, also zur Kita? Ich habe eben einen Kindersitz gesehen, ein Auto sitzt. Wie fahren wir Till, wie seid ihr denn hier? Wir bleiben hier. Bleiben wir hier? Wir sind doch genug geschenkt. Nee, Sie fahren wieder zurück zum Kindergarten. Bei uns ist Platz frei. Genau. Das ist ja ein Erlebnis. Ich finde das ganz toll, dass ihr hier seid. Jetzt verratet mir doch bitte noch zum Abschluss euren größten Wunsch zu Weihnachten. Was wünscht ihr euch denn? Auch was von Anna und Elsa? Hast du gestern einen Wunsch gehabt? Schön, noch erzählt. Hast du vergessen, was du dir gewünscht hast? Hast du Wünsche? Dass ich immer am Frühstück habe. Eine Katze wünschst du dir. Und du, Antonia, was wünschst du dir? Ich brauche keine Katze mehr, ich habe schon zwei. Ich hatte früher auch zwei. Ja. Wenn schon überlegt, euch noch mal gut, was ihr euch zu Weihnachten wünscht, damit das Christkind auch zu euch was bringt. Noch ist ein paar Tage Zeit. Ich habe schon eine Wunschliste geschrieben. Ach, hast du? Na, das steht aber ganz oben auf der Wunschliste, ganz oben. Genau. CD-Player. Okay. Was ist denn noch eingefallen? Dann noch ein paar CDs, ne? Genau. Was schöne CDs, das ist super. Nein, vielen lieben Dank, natürlich auch an alle anderen, aber ganz besonders an euch drei, dass ihr hier wart. Von daher, ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit noch. Wir hoffen, dass wir mit den Geschenken schon mal für ein bisschen schöne Stimmung gesorgt haben, weil das sieht ja schon immer toll aus. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns auf das kommende Jahr und hoffentlich mit Ihnen an unserer Seite. Vielen Dank.